Ja, ich bin der Juri, Juri Di Marco. Ich bin sogar ein Viertel Italiener und bin da auch recht musikalisch aufgewachsen. Habe schon früh das Horn und das Klavier in die Wiege gelegt bekommen und habe dann noch nebenher ein bisschen Theater und Klettern und Kampfsport angefangen. Aber die Musik war immer so das, was mich eigentlich am Feuer gehalten hat. So. Und kurz vor dem Abitur war nochmal die Frage so, soll ich das auch wirklich studieren? Soll ich wirklich dieses große Hobby zum Beruf machen? Und gerade unter dem Kontext, dass mir die klassische Musik eigentlich so, wie sie gerade ist, nicht so in den Kram passt. Und, aber letzten Endes habe ich mich dann doch eigentlich mit der Idee dann angefreundet, wenn man da hinkommt, kann man ja auch was verändern. Und unter dem Motto habe ich dann angefangen, Musik zu studieren auch. Ja. Magst du uns was über dein Wie Beethoven-Projekt erzählen? Worum geht's da? Sehr gerne. Also, ich hatte ja gerade schon eingeleitet, dass es so ein bisschen mein Ziel war, auch was zu verändern in der klassischen Musik und so ein bisschen mein Verständnis und vielleicht so eine Art Lockerheit zurückzugewinnen in dem ganzen Kontext. Und diese Lockerheit heißt momentan Stegreiforchester und das ist auch erst 2 Jahre alt. Ein Orchester, was ohne Dirigent spielt, auswendig spielt, improvisiert und das alles szenisch, choreografisch in den Raum übersetzt mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Und das ist auch quasi das Projekt, mit dem ich bei Beethoven dabei bin, weil es, denke ich, so eine Art neue Fassung des Orchesters des 21. Jahrhunderts sein könnte. Genau. Und was habt ihr konkret geplant für die nächsten 3 Jahre? Und an welchem Punkt stehst du jetzt gerade mit deinem Stegreiforchester? Ja, also einerseits haben wir jetzt 2 Pilotprojekte hinter uns, Free Beethoven und Free Schubert. Und mit den nächsten 3 Jahren haben wir jetzt A, auf einer künstlerischen Ebene irgendwie die Vision von irgendwie 2 Produktionen, irgendwie eine Verhältnismäßigkeit nach oben zu schaffen und irgendwie jetzt weiter da in ein Labor zu gehen mit Zeit, mit bisschen mehr Ruhe, nicht mit dem, sag ich mal, Druck, in möglichst wenig Zeit, möglichst viel zu produzieren, sondern wirklich auch nochmal in das stille Kämmerlein zu gehen und Sachen auszuprobieren, bevor man das der Welt zeigt. Und ich glaube, das braucht es jetzt nochmal und das gibt Beethoven auf jeden Fall den Raum für verschiedene Laboratorien. Und auf der anderen Seite ermöglicht es uns, Beethoven tatsächlich auch diese Struktur jetzt aufzubauen. Also, weil es sind einfach nochmal, es kommen enorm viele Anfragen rein, jeden Monat kommen wir zusammen, es braucht jetzt einfach ein Backoffice und Beethoven ermöglicht diese Strukturen und ich muss jetzt einfach keinen blöden kleinen Gig mehr annehmen, weil ich so auch ein bisschen unterstützt werde in dem Schaffen und und erhoffe mir nach einer 3-jährigen Fellowship-Phase, dass sich A, das Orchester so in einem Art Modus befindet, wo es sich schon vielleicht fast selber tragen kann. Das wäre natürlich eine Traumvorstellung. Und B, natürlich irgendwie auch einem künstlerischen Setting, wo wir sagen, ja, jetzt haben wir so einen Weg gefunden, so sieht das Orchester des 21. Jahrhunderts aus. So. Genau.